Hey, Leute, heute kommt mein Merch. Wir saßen mit 500 Leuten an dem Merch. Da war ganz viel Arbeit dahinter. Und ich wollte etwas daraus ganz Cooles machen. Etwas, was nicht wie Merch ist, sondern wie Mode ist. Und ich mag minimalistische Mode. Deshalb hier mein erstes Produkt. Wenn ihr genau hinschaut, dann steht da ganz klein geschrieben, LOL. Yo, hi, morgen geht ja unser Merch online. Können wir das irgendwie so machen, dass nachdem der Merch so 5 Minuten online war, dass dann die Seite offline geht? Okay, super. Danke. Oh mein Gott, es ist der Wahnsinn. Ihr habt den ganzen Shop zum Einbrechen gebracht. No. Doppelpunkt D, Doppelpunkt D, Doppelpunkt D. Guten Tag, das hier sind Kommentare. Ich gebe mir jetzt sehr, sehr, sehr viel Mühe, mich in die Person reinzuversetzen und zu verstehen, was er sich dabei gedacht. Es funktioniert nicht. Also irgendwie will ich jetzt auch ein Sandwich. Make me a sandwich. Es funktioniert. Ich fliege! Gary hat mal einen Stuhl gefressen. Wieso? Allein schon, dass die Synchronsprechen reden. Luftblasen sind lustig. Was ist das für ein Scheiß? Saß an diesem Spiel wenigstens irgendeiner. Irgendeiner von den Leuten, die SpongeBob gemacht haben. Irgendeiner. H2O mit einer Prise Salz. Das ist himmlisch. Ich bezweifle es. Ich bin nicht mehr der Schönste. Es ist okay, mach dir... Wen veräpple ich? Verlieren ist das Schlimmste. Es ist so hart unlustig, ne? Oh, Leute, komm schon. Das ist doch nur Level 1. Also, ey, ich hab das doch gekriegt. Hey, ich krieg das doch. Hey, ich verstehe das nicht. Hey, jetzt geht's auf einmal. Es war doch drin. Jetzt fliegt doch hoch. Und sonst so? Öfters hier. Ich muss doch mindestens das erste Level schaffen, komm schon. Ey, das gibt's... Ich bin noch durchgeflogen. Ich verstehe das Spiel nicht. Hey, es läuft gut, es läuft gut. Es läuft sehr gut, es läuft sehr gut. Nein, ich habe die Kontrolle verloren. Jetzt fliege ich hoch. Ich brauche nur noch einen. Nur runter. Ich brauche nur noch einen. Weißt du, manchmal stelle ich meine Existenz und mein Leben in Frage. Kennst du diese Probleme? Okay, ich kann die Kästen bewegen. Ist da irgendwas ganz hinten versteckt, wenn ich alles da freiräume? Da ist doch bestimmt irgendwo ganz hinten irgendwas versteckt, oder? Komm schon, da muss doch irgendwas sein, als ob da nichts ist. Da kommt nichts, oder? Jetzt stehe ich da wie ein Idiot. Als ob da nichts kommt. Was ist das denn für eine unbefriedigende Seite? Ja, da ist was. Ihr müsst genau hinschauen, da in der Mitte. Seht ihr das? Was? Badezimmer. Moment mal, wieso ist der nackt? Wieso ist der zu? Wieso? Der nackte Mann kommt zu Hilfe! Ja! Kann ich das einfach aus meinem Kopf löschen? Sony Vegas, Stimme übersteuern wie Keggy. Wie kann man seine Stimme mit Sony Vegas Effekten so übersteuern lassen, wie es der YouTuber Keggy in vielen Videos macht? Meinst du genau so, damit deine Ohren anfangen zu bluten? Ja, so funktioniert das. Das ist super. Problemlösung, Doktor, Professor Keggy. Hey, das bin ich! Du nimmst dein Mikrofon und gehst ganz nah an das Mikrofon ran. Und machst dann... Hallo! Bitteschön. Neuer, fresher Keggy-Meme. Yo. Oh, Junge. Wieso?
Cringe-worthy gaming scenes we wish never happened. Und darunter das Bild von Final Fantasy X. Ich hoffe, das ist kein allzu aktueller Artikel. Ansonsten, das kannst du nicht 2017 in eine Top-Liste reinpacken. Es ist ein super Meme gewesen mit der Lache von Tidus. Viele Leute haben damit auch sehr viele kreative Dinge getan. Das ist genauso wie wenn ich jetzt im Jahre 2017 ein Video über Gaming Easter Eggs machen würde und dann würde vorkommen: geile Easter Eggs in Videospielen! Ah ja, hab ich recht! Wenn du in der Ocarina of Time im Schlossgarten stehst, dann kannst du Bilder von Mario sehen! Das kannst du nicht bringen! Shirin David, das musst du über den DSDS und YouTube Star wissen! Oh ja, bitte verratet mir mehr! Shirin David trug 2012 noch richtig dunkle Haare. Danach wurden die Haare deutlich heller. Leute, heute bringe ich euch auch ein paar Fakten über mich bei. Fakten von und mit Keggy. 1996 war Keggy noch klein. Danach wurde er aber groß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt genug über mich gelernt. Tschüss. Star. Ja, er ist einfach Star. Okay, Bombe. Ich dachte schon, Star ist richtig unkreativ, aber Bombe! What the fuck? Wie viel Geld habe ich denn? Ich habe 40.000 Geld, habe ich. Okay, 27.000 wäre das teuerste, was ich kaufen könnte. Der Jet SLE Cabrio. Traumauto. Bitch, ich fahr nem Jet SLE Cabrio. Cabrio. Jet SLE Cabrio. Schlage 15 Quallen in 30 Sekunden. Okay, okay, ich bin ready. Wo sind sie? Ich hab Tadeusz geschlagen. Ich hab Patrick geschlagen. Hey, wir schlagen nicht unsere Freunde. Bitte zu Ende gehen. Nicht unsere Freunde. Wir schlagen nicht unsere Freunde. Ja, ist doch gut. Wir schlagen nicht unsere Freunde. Ja. Du bist ausgeflippt. Ich flipp dir gleich aus. Natürlich. Angeblich ist Thaddeus wohl besser als ich. Ja gut, der hat ganz schön viel. Finding Pointer, please hold still. Mit was soll ich... Achso, mit der Maus wahrscheinlich, oder? Okay. Der Finger zeigt auf meinen Mauszeiger. Ich mach mal jetzt ganz nach oben. Okay, ich mach jetzt mal nach unten. In die Mitte? Leute, ich glaube, ich habe die beste Seite im ganzen Internet gefunden. Irgendwohin, einfach so, random. Da. Hä? Das gibt's doch gar nicht. Ganz nah am Rand, ganz nah am Rand, wo vielleicht nichts hinkommen kann. Als ob sogar so weit unten in der Ecke kommt was. Das ist das. Ich denke mal, irgendwo am Rand wird es irgendwo einen Ort geben, wo es kein Foto gibt, was auch genau auf den Rand zeigt, oder? Mach mal hier so jetzt. Als ob. Fast in die Ecke, nicht ganz in die Ecke, aber nur fast. Warte. So. Das kann nicht sein. Wie funktioniert das? Hexenwerk. Okay. Das ergibt einfach gar keinen Sinn. Ich frage mich, was ist in dem Kopf der Person passiert, als sie dieses Bild gemacht hatte? The most terrible things Princess Peach has ever done. Was könnte diese bezaubernde, unfähige Frau denn angestellt haben? Meinen Sie etwa, dass sie nie Marios Liebe erwidert hat? Sag doch einfach ja! She put a nasty prank on Mario when he was exhausted. Oh, Princess is another castle. Just kidding. Ha ha ha. Bye bye. Der Artikelschreiber hat keine Ahnung von der Mario-Lore. Ich glaube, ihm war nicht bewusst, dass Mario definitiv nicht erschöpft hätte sein können, weil Super Mario Bros. 3 ein Theaterstück ist. Er ist nicht wirklich um die ganze Welt gereist und hat gegen viele verschiedene Gegner gekämpft. Nein, er stand auf der Bühne, ist ein bisschen rumgehüpft und das war's. Das ist eine Theatervorstellung. Sie war nicht gemein. Das war das Skript. Check mal deine Mario-Facts. One of these things is not like the others. One of these things doesn't. Meinen Sie,
die Frau, die nicht. Ich glaube, wir brauchen ein anderes Bild. One of these things is not like the others. One of these things doesn't belong. If you guess this thing is not like the others, then you're out.